Hallo, ihr Lieben, willkommen bei einem neuen kleinen Let's Play oder einer kleinen Spielrunde, die wir machen, und zwar Wind Ward. Nachdem ich ja schon World of Warships jetzt tatsächlich angefangen habe, Videos zu machen und da dachte, ey, Segelschiffe, Schiffe sind cool, muss ich sagen, das hier ist tatsächlich von allen Schiffsspielen momentan mein Lieblingsding, deswegen wollte ich das mit euch spielen. Hab da gerade mal mein Test-Account, was ich gespielt habe, gelöscht und wir fangen eine neue Runde an. Und wie gesagt, ich muss sagen, gefällt mir persönlich sehr cool. Ich hoffe, es funktioniert jetzt, weil ich habe da tatsächlich gestern ein bisschen Gefissel gehabt, das überhaupt ein Spiel zum Laufen zu bekommen. Weil er ab und zu irgendwie so mit Connection ein bisschen rumgehangen hat. Aber prinzipiell ist es in meinen Augen sehr, sehr cool. Man ist es nämlich halt so ein bisschen mehr Rollenspiel mit drin. Wir sind jetzt hier erstmal in der Charakterschaffung. Wir haben hier Schwierigkeitsgrad, Kampfschwierigkeit ist okay. Limited Item Stats. Brauchen wir nicht Permanent War? Nö, brauchen wir auch nicht. Allow Playerships, das ist ganz wichtig. Es gibt hier Fraktionen, mit denen wir. Wo wir uns erstmal Gedanken zu machen können, das sind quasi die Klassen, hätte ich jetzt fast gesagt. Es gibt halt vier Fraktionen plus zwei random individualisierbare Fraktionen, die kann man prinzipiell auch beliebig hier umbauen. Das geht alles problemlos, ich werde es aber nicht. Das erste haben wir die Valiants, eine Kampfausrichtung, wie man sieht, Combat. Die Consulates, das ist Questing und Diplomatie. Die habe ich schon gespielt, die waren ganz angenehm. Die Sojuren, die sind Exploring, was gar nicht schlecht ist, kriegen aber tatsächlich weniger XP. Und das ist allgemein so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ja, ich werde stärker, dann verliert man dafür XP. Also man kann nicht einfach sagen, ja, ich mache mir eine Oberfraktion, sondern man kriegt dann halt, was heißt, der XP-Faktor wird halt reduziert, sodass man dann halt auf Dauer weniger davon hat und dann mehr darunter leidet. Und dann gibt es die Exchange, das sind Händler. Und es gibt halt zwei, die man sich so ein bisschen selbst bauen kann, das Syndicate und die Aequitas. Was ist das? Fast Travel to Non-Hostile Regions. Oder was auch immer. Wir passen jetzt nicht mehr an und wir machen einfach mal Start. Können uns hier die Map randomisieren. Man kann die auch selber bauen und nachhelfen und basteln. Ja, das gefällt mir wohl. Und dann Choose a Faction. Wir werden diesmal die Valiants nehmen, die halt recht kampfstark sind. Violent Nature, weil ich gemerkt habe tatsächlich, dass ich, also das Handelsding, also Consultant haben wir einen Diplomatiebonus, womit wir prinzipiell mehr erwirtschaften, wenn wir verkaufen und sowas. Und das klappte halt alles soweit ganz gut, aber Kampf war halt immer der schwierigste Teil. Und ja, hier sind wir im Spiel. Wir haben hier oben eine kleine Minimap, wo wir erstmal noch nichts sehen und haben hier eine Stadt und unser Schiff. Wir sind hier quasi das Schiff. Wir haben ein Menü, ein Inventar, da sehen wir irgendwie unsere Sachen. Wir haben hier einen Kapitän und eine Crew und eine weiße Flagge können wir hissen, deaktivieren wir da auf PvP. Kanonenkugel, Kanone, Segel, Hülle, das sind so Stats-Eigenschaften. Hier kann man auch am Design arbeiten. Da kriegt man auch Sachen für, um das zu beändern. Dann haben wir Talente, die man sammeln kann. Defensiv, Offensiv, Support. Wobei ich persönlich auf Defensiv gehen werde. Einfach weil ich persönlich großer Fan von Defensive bin. In dem Zusammenhang, also von dem, was ich gespielt habe. Wir haben eine lokale Map, wo wir noch nichts sehen. Eine Fast-Travel-Map, da kommen wir dann hier wieder rum. Es gibt die Spielerliste, wobei es hat in dem Punkt nicht spielen, aber man könnte tatsächlich sich hier hinstellen, wenn viele von euch das haben und ihr jetzt alle in den Kommentaren schreibt, ja, ich habe das auch, ich will mitspielen, könnte man tatsächlich mal einen Livestream machen, wo man mit allem Mann spielt oder sowas. Wäre echt eine coole Idee. Und es gibt Instanzen, das ist halt so ein bisschen so Raid-Instanzen-mäßig, wo man halt Missionen machen kann, Questing, Trading, Combat, Battleground, machen wir jetzt aber noch nicht. Wir fangen jetzt einfach mal an. Gehen hier in diese hübsche kleine Stadt Mallfield. Hier kann man kaufen, Rohstoffe, wir sehen hier immer, wie viel da ist und was sie haben wollen. Damit kann man halt tatsächlich handeln, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Fishing Rods hätte, könnte ich die verkaufen. Und wenn ich die woanders billiger gekauft habe, mache ich halt Gewinn. Das ist nicht allzu schwer gehalten. Also wenn irgendwie Bedarf da ist, ist der Preis immer besser. Also man muss echt nur nachgucken, wie viel Bedarfsnummern hat man hier, was ist da. Und soll natürlich Dinge nehmen, die sich lohnen. Dann haben wir Items, die wir kaufen können. Das hat das ganze Zeug, was man auch in unserem Schiff gesehen hat, wofür wir jetzt erstmal noch nichts viel haben. Es gibt Quests. Davon werden wir auch welche machen, zum Beispiel Discover Lunictiv. Ja, sieht cool aus. Nehmen wir an, gibt uns hier Erfahrung, Geld, Steine, Holz und Gunpowder. Das sind so die einzigen Ressourcen, die wir haben hier unten, neben Geld. Holz brauchen wir zum Reparieren, Steine für so ein paar Quest-Sachen und Gunpowder habe ich noch nicht ganz raus, wofür ich das brauche. Und wir sehen, hier ist die Quest. Die zählt nämlich auf unser Cargo. Wir haben nur zwei Cargo. Und Deliver Cargo to Labord. Nehmen wir wohl auch mal an. Das Coole ist, wir sehen jetzt dann immer auf der Map, wo die sind. Und wir bleiben hier bei dem unteren, weil das sieht da unten gut erreichbar aus. Wir fahren mit WASD. W gibt Gas auf Dauer, A und D zum Lenken, S verlangsamt. Und da finden wir jetzt auch Kisten. Das ist ganz praktisch, weil da kriegt man richtig viel Zeug her. Mit Leertaste machen wir einen Fullstop. Da sieht man dann unten, das geht voll. Und dann stehen wir halt. Und genau genommen können wir dann mit W, wenn wir gedrückt halten, halt wieder beschleunigen. Es gibt quasi keine Geschwindigkeitsmessung. Es gibt nur Gas geben und nicht Gas geben. Und wie schnell man ist, hängt so ein bisschen daran, wie viel Wind ist und wir haben halt hier, ich
zeigt gleich nochmal eine Route, die uns quasi sogar dahin führt, wo welche Quest ist. Und hier im Hafen bremst der automatisch und repariert einer doch automatisch. Und wir haben hier, wir könnten jetzt schon ein bisschen mehr kaufen oder Items zur Auswahl. Es gibt ja auch Gerüchte. Wir könnten hier zum Beispiel Eisen kaufen. Also das Gerücht sagt halt, hier lohnt sich Eisen und das könnten wir dann dem anderen verkaufen. Könnten wir uns auch knapp leisten, aber macht halt, also Eisen hat, kostet nur 155, ist halt nur eine kleine Marge. Und wir haben halt einen schlechten Preis, weil unser Diplomacy-Skill besonders schlecht ist und unsere Reputation auch. Also das lohnt sich noch nicht so. Wir gucken aber nach Quest und sehen, ja, wir müssen auch nur mal nach Ledbor, wo wir sowieso schon hinfahren. Dann nehmen wir das doch einfach noch mit und dann fahren beide Quests zu einem. Das ist cool, das sollte man eigentlich immer mal zu sehen, zum Inns bekommen, weil das spart aber einfach Zeit. Und man sieht hier, freundliches Schiff, also die gleiche Fraktion. Die haben auch immer so lustige Sprüche, teilweise auch interessante Sachen, die beim Handel weiterhelfen. Und wir haben hier diese weiße Linie, die uns tatsächlich auch immer sagt, zur Quest müsst ihr da und da lang. Das hilft dann halt dabei, wenn man das erste Mal versucht, einen Weg irgendwo hinzufinden, weil teilweise sind hier so ein paar Inselkonstellationen echt tricky und man rammt sich daran kaputt, weil man sollte hier nicht auf Land treffen, das tut weh. Da sehen wir, oh cool, da ist Zeug am Boden, das nehmen wir natürlich mit. Müssen da recht nah dran, da gibt es auch hinter Items, die uns dabei helfen, zum Beispiel Sachen aus weiterer Entfernung zu sehen oder aus weiterer Entfernung aufzuheben. Die kann man sich dann quasi erspielen. Auch andere Fraktionsteile, Vorteile kann man sich da spielen. Zum Beispiel die, da oben ist noch was, das nehmen wir mit. Die Explorer bekommen einen Bonus, dass sie Schiffswracks hochheben können. Dann setzen sie einen Stein ein, um ihre Taucherrüstung runterzubekommen. Und dann kommt da auch so ein Ding raus. Das kann man aber auch als Item hinterbekommen, habe ich festgestellt. Deswegen finde ich die nicht so besonders interessant, was das angeht. Und wir haben Denville entdeckt. Da unten scheinbar. Ah, unser Freund ist da wahrscheinlich lang gefahren, deswegen kriegen wir die Meldung, dass es entdeckt ist. Na komm schon, sag ein. Das ist halt, also die sind halt tatsächlich eine ganz gute Geldquelle momentan. Jetzt drehen. Schwupp. Und die Wände und so. Also tatsächlich ist das Fahrgefühl hier ziemlich cool. Das gefällt mir ziemlich gut. Und da haben wir es entdeckt und Ware abgeliefert. Weil man halt schon das Gefühl hat von, okay, also dieses Windsegel und sowas, das ist schon ganz schön cool gemacht. Und jetzt müssen wir nach Ferry Passage. Das nehmen wir auch an, denn da waren wir auch noch nicht. Rumors. As in need of craft, which is... Okay, Crafts könnte man handeln, aber dafür haben wir noch nicht genug Geld. Prinzipiell wollen wir erstmal am Anfang Geld sammeln, denn wenn wir Geld haben, können wir uns dafür coolere Schiffe kaufen. Und wenn wir coolere Schiffe kaufen, werden wir halt besser aussehen, können wir uns dann mit der Zeit auch bessere Items kaufen. Die kann man aber halt auch zum Beispiel durch Missionen bekommen. Und wenn man eine Mission hat, verprügeln einen Piraten und der hat halt eine gute Crew, die man dann bekommt, geht das halt auch. Also das tut es tatsächlich dafür auch. Haben wir auch eine Stadt entdeckt. Und diese Discover-Sachen zum Beispiel funktionieren immer wieder. Das heißt, es kann halt auch sein, dass es einfach heißt, ja, es ist eine Mission, Discover dir die Stadt, ja, kenne ich schon lange, ja, fährst einfach hin, kriegst da einen Reward für. Cool, nehme ich. Und ja, dieses Zeug, wie gesagt, einsammeln lohnt sich. Außerdem zeigt der einem auch immer eine Route an, wo man quasi schneller ist, weil man natürlich im leichten Wasser, dünnen Wasser halt schneller vorankommt als auf offener See. Was heißt natürlich, aber es ist so, ob das logisch jetzt begründbar ist, weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall ein Ding von okay, praktisch, kann ich mitarbeiten, sammle ein. Ich bin es von meinem alten Schiff gewohnt, dass ich da mehr Reichweite hatte. Deswegen fliege ich an den Dingern gerade mal gefühlt fast vorbei. Und ja, eigentlich ist das schon fast das ganze Spiel. Bis auf, dass wir die Kämpfe noch nicht entdeckt haben. Und ich auch nicht so scharf bin jetzt, mich direkt vorbei, vielleicht gleich mal. Werden wir in der heutigen Folge schon hinbekommen, in den ersten Kampf zu schützen. Aber das ist eigentlich von der Spielmechanik her, haben wir hier gerade schon fast alles irgendwo angeschnitten. Wir haben jetzt noch nicht so viel gehandelt, weil es nicht gegeben war. Eigentlich haben wir von dem Bildschirm her und sowas schon alles durch. Und der coole Teil wird halt hier diese Talente. Wir haben jetzt zum Beispiel schon eins bekommen, was wir bald einsetzen können. Weil ich dann erstmal, glaube ich, noch ein paar mehr sammle und dann überlege, dass ich halt irgendwie alles auf einmal mache. Aber das ist halt so das Spielkonzept. Ich muss sagen, es gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich habe da gestern einige Stunden dran gespielt und einfach Mordspaß gemacht. Weil man halt doch, es hat so einen Suchtfaktor, wenn man erstmal anfängt zu denken, boah, ich will das nächste Schiff. Dafür muss ich jetzt noch so viel Geld machen. Okay, wie machen wir das? So, Pickup Cargo ist eine persönliche doofe Mission, weil da muss man hin und zurück. Discover und Deliver sind ganz gut. Ist die Frage, wie viel zahlen sie? 65? 38 ist ja nicht besonders viel. Den hier mal mit. Was sagen die Rumors? Nichts. Ach ja, hier sehen wir die Schiffe, die wir bekommen könnten. Wir haben halt jetzt eine Slope. Dann gibt es eine Slope of War. Es gibt einen Shona. Und mehr sehen wir hier noch nicht. Das liegt daran, Städte haben eine Größe. Hier sind wir bei 3 von 10. Und man muss halt Quests machen, damit die größer für die Stadt werden und die größer werden. Was eigentlich eine ganz coole Sache ist. Und ich nehme jetzt nicht beide Richtungsmissionen mit, weil wir halt irgendwie auch zwischendurch noch Platz für Cargo frei halten.
um irgendwie mal zu schauen, wenn es irgendwo einen Rumor gibt, wo ich sage, das lohnt sich, dann nehmen wir das mit. Aber halt allgemein, mit meinen Skills bin ich zum Handeln nicht besonders gut. Wir sehen es hier, Diplomacy, was ist denn das da? 104. Das ist halt noch nicht so gut. Wenn wir hier auf Show Effectiveness gehen, die ist halt nur bei 87. Die sollten wir auf jeden Fall auf 100 irgendwie hochbekommen. Dafür gibt es dann hinter, wenn wir handeln wollen. Ups, ich bin an dem Ding dabei vorbeigefahren, Mist. Ich kann natürlich auch sagen, ich verzichte komplett aufs Handeln. Das geht auch. Das ist halt eigentlich auch der Plan mit dieser Rasse, mit dieser Fraktion. Fraktion passt, aber es sind ja immer noch alles Menschen. Da Discover Drawer und schaut. Aha. Da und jetzt fahren wir vielleicht fast in den rein. Das macht übrigens auch Schaden, muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man bei Städten ist, kann man automatisch reparieren. Ansonsten können wir hier Feldreparatur machen für ein Holz. Und das hier ist unser Volley-Skill, den wir schießen können. Mein Plan ist halt viel auf Kampf zu gehen und dafür die Boni hier mitzunehmen. Ich weiß gar nicht, was genau ist eigentlich unser Kampfbonus. Kann ich das irgendwo sehen? Ich habe nämlich nicht genau durchgelesen, was der Bonus macht. Huntdown a Pirate. Ich glaube, das machen wir jetzt tatsächlich mal, damit ich euch heute auch den Kampf zeigen kann. Dann müssen wir nämlich einen Piraten finden. Ansonsten, wir haben hier generell, das ist unser Heimatgebiet. Hier können wir also quasi selten komplett von Piraten überrannt werden. Aber später, wenn wir halt in weitere Gebiete gehen, also wenn wir beim Fast Travel gucken, die Farbe bestimmt quasi, wie weit wir hier dominieren. In dem Fall teilweise noch fast gar nichts. Und da ist er. Hier können wir unseren Volley einsetzen. Das sind die roten Schüsse. Ansonsten müssen wir halt mit den Kanonen arbeiten. Die schießen komplett automatisch. Freunde helfen mit. Aber wir müssen halt immer seitlich zu ihm stehen, damit wir auf ihn schießen können. Ich denke, das ist recht selbsterklärend. Kanonen von Schiffen sind in den Seiten. Klonk. Machen hier noch einen kleinen Rammangriff. Das kann man sich ab und zu auch erlauben. Und da haben wir ihn, haben dafür die Mission bekommen und bei unserer Fraktion noch ein bisschen Beliebtheit. Sind aber auch beschädigt, das können wir am nächsten Hafen reparieren. Und kriegen halt für den Kampf selbst auch XP. Wir haben jetzt zwei Talents. Okay, wir fahren mal in die Hafen rein. Und dann können wir da mal mit unseren Skills gucken, was man da machen kann. Und ja, wie gesagt, das ist schon alles. Eigentlich so von der Komplexität her gefühlt, aber es macht mir persönlich einen Mordspaß. So, wir haben halt drei Ausrichtungen. Das hier ist der Bereich Defensiv, das ist der Bereich Offensiv, das ist der Bereich Support. Da sind so Dinge bei wie, hey, du hast mehr Glück, was gar nicht mal so schlecht ist. Und hier mehr Genauigkeit, was ich irgendwann auch nehmen werde. Aber wir werden hier anfangen. Und zwar haben wir entweder Segelhaltbarkeit. Das ist halt, Leute können auf unsere Segel schießen, um uns zu verlangsamen. Oder hier Hallhaltbarkeit, womit wir auch anfangen, denke ich. Was war das hier? Capture Proof. Oh, da wurden wir tatsächlich irgendwo von Piraten angegriffen. Das ist eine neue Szene. Wir könnten das hier nehmen, um unsere Diplomacy zu verbessern. Da hinten, wo bei der Piratenangriff, da werden wir auch hinfahren. Weil das ist halt jetzt eine Global Mission für uns alle hier. Diese Piratenangriffe kommen halt, dann übernehmen die diese Städte. Die sind dann schwarz zu sehen. Da sollte ich natürlich versuchen mitzuhelfen, weil es geht ja halt immer um das Wohl unserer Fraktion. All hail the King. Was soll ich sagen? Also ich könnte jetzt auch an Diplomacy arbeiten, aber wie gesagt, ich will halt hier vor allen Dingen auf Kampf ein bisschen gehen, weil also ich kann eher damit leben zu sagen, okay, wir machen beim Handel nicht so viel Gewinn, als wir sind im Kampf nicht so gut und deswegen werden wir versenkt. Das ist immer uncool. Boah, das ist viel Treibgut. Das will ich haben. Gib mich, gib mich, gib mich. Hier schon mal die Wände vorbereiten. Fuck, wir sind vorbeigefahren. Na egal. Ah, und wir sind trotzdem beschädigt worden. Oh Gott, war das schlecht. Ja, hier ist der Brief-Hafen. Ich sehe den anderen Piraten, der hier ist, nicht. Also werden wir uns einfach hinstellen und hier in diesen Kreis reinfahren. Damit capturen wir die Stadt wieder. Können uns hier auch eben Feld reparieren. Das kostet halt ein bisschen was von unseren Rohstoffen. Von denen wir noch nicht so viel haben. Hinterher hat man da deutlich mehr. Wie gefühlt war auch beim letzten Mal, hatte ich nicht das Problem, dass wir nicht ausgegangen sind. Und hier dieser Kreis geht halt voll. Wenn das voll ist, gehört die Stadt wieder uns. Wenn Piratenstädte können Piratenschiffe spawnen, was halt uncool ist, weil die können dann halt noch mehr erobern. Und wenn alle Piraten vertrieben sind, dann kriegen wir dafür, glaube ich, auch wieder eine Belohnung oder sowas. Und ja, ohne Stadt spawnen sie halt nicht alle Nase lang, aber es kann halt passieren, dass mal random eine auftaucht und eine Stadt übernimmt. Oh, Mission Complete, 250 Gold dafür. Das nächste Schiff kostet uns 2100, gut zu wissen. Und wir haben hier Segel bekommen, die durchgehend besser sind. Wir sehen es hier, Armor besser, Diplomacy besser, Mobility besser, Sail besser, Speed besser und unten sieht man die Summe quasi an Vorteilen, die wir dadurch bekommen. Das heißt, wir stellen uns jetzt natürlich hin und sagen, das setzen wir ein. Kann auch immer im Chat posten und wir hätten halt hier unser altes, das können wir erstmal nur zerstören, weil es noch nichts wert ist. Hier gibt es gerade nichts zu kaufen, was daher kommt, dass wir das, glaube ich, plündern, wenn wir es einnehmen. Egal, ob es zu uns gehört oder nicht. Und wir haben hier eine Ferry Passage. Start a Combat Instance, Reward, aha. Also das ist so ein bisschen die Main Story, die uns damit einhergeht.
Es wäre halt jetzt eine Combat Instance starten sollen, das werden wir aber noch nicht tun. Wir haben ja echt nur quasi eine Aufgabe, die machen wir. Das ist, da, teilweise sind es halt wie jetzt Aufgaben, die geben halt nur 38 Gold. Das ist halt nicht so viel. Wir müssten quasi ins nächste Gebiet, um mehr Gold machen zu können pro Mission. Aber dafür können uns dann halt auch schwerere Gegner begegnen. Deswegen ich erstmal ein bisschen im Anfangsgebiet grinden will, ein bisschen ausbauen, erkunden, ein bisschen euch das Spiel erstmal vorstellen und dann mal eine Combat Instance machen, um uns quasi zu leveln und danach dann ins nächste Gebiet. Weil Combat Instance sind halt schon gut, um Charaktere, also um das Schiff auszubauen, weil man da halt dann doch in kurzer Zeit gut Kämpfe hat. Richtig viel, um genau zu sein. Weil eine Combat Instance ist basically, du gehst in ein Gebiet, hast am Anfang eine Stadt und musst halt alle erobern. Und wenn du es geschafft hast, alle zu erobern, alle Piraten zu vertreiben, hast du dort gewonnen. Natürlich kommen Freunde mit dazu. Je mehr Städte du hast, umso mehr freundliche Schiffe sind auch da. Das hilft halt dabei. Aber erstmal fängst du mehr oder weniger allein an und musst halt dann irgendwie erst auch managen, weil die Piraten sich natürlich Städte zurückerobern. Was halt teilweise echt findlich ist, weil du das Gefühl hast, ich habe die Stadt auch jetzt 5-mal hintereinander erobert. Warum ist sofort wieder ein Pirat da, um ihn wiederzuholen? Das hier ist cool. Das machen wir auch mal in unserem eigenen Chat. Das ist ein Sail Embroidery. Das ist Equipment für unser Segelschiff. Wenn wir sehen, wir haben hier so einen Löwen drauf. Ich drehe mich hier gerade mal ein bisschen, dass man den sehen kann. Da sehen wir ihn. Und jetzt, wenn wir das hier equippen, haben wir da dieses coole Falkending drauf. Wenn wir jetzt unser Inventar auf und zu machen, ist das hier unten. Ah, es ist noch da. Es wird, glaube ich, irgendwann ersetzt. Oder verankert. Und dann ist es da halt nicht mehr als rausnehmbar. Und die wollen, dass wir rumschmuggeln. Das ist eine dumme Mission. Dann greifen unsere Freunde uns an. Das möchte ich eigentlich nicht. Robin Castle, was ist Leather denn wert? Nicht die Welt, aber wir machen das einfach mal. Robin Castle, da, Set Target, schwupp. Ich weiß nicht, ob wir das dann, ja, dann haben wir nämlich auch diese Anzeige da. Was uns halt, ist jetzt für das Gebiet noch nicht so praktisch, aber generell ist halt auch nicht so wichtig, weil es halt eine angenehme Sache. Fine Colors, das ist nett. Ich ramme jetzt auch ohne Bedenken in den rein, weil oftmals macht man nur seinen Freunden Schaden, ohne selbst Schaden zu nehmen. Dann repariert er sich halt, mir egal. Und selbst wenn wir Schaden nehmen in der nächsten Stadt, werden wir geheilt. Und ich erwarte dann keine Angriffe. Aber so ein weich mal jemanden aus kann halt echt stressig sein. Das hinzubekommen, ohne dabei dann in irgendwas anderes reinzufahren. Und ja, es gibt hinterher auch noch ein paar coolere Missionen als Ergänzung. Sowas wie, bauen eine neue Stadt, bauen einen Verteidigungsturm, bauen einen Leuchtturm. Die sind wir nämlich bisher noch nicht begegnet. Also ein bisschen quasi so, wenn man ein bisschen spielt, merkt man noch, was da eigentlich noch alles dazu kommt, was ganz cool ist. So. Und ihr braucht Leather und wir auch genau zwei. Das ist super, dann kriegen wir euch beide verkauft. Haben dort 9% Gewinn gemacht. Boah. Wir sind damit halt nicht wirklich gut. Wie viel zahlt ihr? 65, das klingt ja schon mal nach dem Anfang. Dann nehmen wir das hier mit, die zahlen gut was. Und das hier und dann schauen wir mal, wo wir da lang müssen. Warte mal. Da oben und da unten. Nehmen wir die Ober zuerst. Vielleicht finden wir das dann noch was wir dann nach unten mitbringen können. Nach Proham. Und ja, ansonsten, die Welt hier ist zufällig generiert, genauso wie Startdinge. Also auch das, was ihr hier habt, ist ein bisschen unterschiedlich. Das, was an Quest-Rewards kommt, ist ein bisschen unterschiedlich. Also es ist halt generell so dieses randomized, auch wie die Gebiete aussehen, ist zufällig. Und es gibt nicht nur dieses eine. Ich hatte zum Beispiel mal eine coole Handelsinstanz, wo wir in so einem nordischen Gebiet waren, wo da halt Pelze viel waren und Juwelen, die man aus den Bergen rausgeholt hat. Was halt schon also ganz anders aussah. Ich weiß, und hier haben wir so ab und zu so Schneegebiete, ein bisschen mit drin, aber da war es halt auch deutlich mehr. Dann gibt es auch Gebiete, die halt wirklich deutlich wärmer sind. Und gut, so viele kenne ich noch nicht, aber so ein paar habe ich gesehen, was halt schon echt ist. Okay, sieht cool aus, gefällt mir. Bisschen abwechslungsreich, hat doch was. Und ja, natürlich, wir fahren hier halt immer dran, diese Kisten mitzunehmen, weil gibt halt gut was. Da 66 Geld ist, als hätten wir eine Quest gemacht, eine kleine. Ja, die nehme ich. Oben ist noch einer. Und die Teamkollegen sammeln die nicht ein. Also die sind tatsächlich nur für uns. Aber dafür folgen sie perfekt der Route zu dieser Stadt, wo ich dann ein bisschen faul bin und einfach hier vorher schon abdrehe, weil ich denke, es wird schon schnell genug sein. Weil ich einfach die Distanz abkürze und nicht nur an der Küste bleibe. So ein kleines Ding, was mir in diesem Spiel ein bisschen fehlt, ist tatsächlich die Möglichkeit, die Kollegen ab und zu kommandieren. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten, Leute zu bestechen in Kampfsituationen, sowohl Freunde als auch Piraten. Dann arbeiten die halt mehr mit einem zusammen. Aber es wäre halt cool, teilweise sozusagen zum Beispiel hier, Team, ihr greift jetzt alle diese Stadt an, hier oben, und ich gehe halt auf eine andere als Ablenkung oder sowas. Das wäre halt ziemlich cool. Aber das gibt's halt leider nicht. Warte mal kurz, Map. Was ist das? Braview. Sehr gut, da haben wir nämlich auch eine hin.
Dann klappern wir nämlich einfach hier die Küste ab. Und wir sehen schon, wir kriegen dort halt Geld dazu. Werden so halt weiter sammeln, bis wir aufs nächste kommen. Ich glaube, das nächste Schiff hat tatsächlich schon mehr Cargo. Leider ist das Cargo-Maximum irgendwie ein bisschen mau, so auf dem Papier, soweit man das gesehen hat. Also das ist irgendwie das Maximum, was ich bisher gesehen habe, war 5. Was jetzt nicht so umwerfend viel ist, wenn man sich denkt, also ist halt nicht wie irgendwie ein Port Royal, wo man sein Schiff vollhauen kann in einer riesigen Flotte und dann damit übermitteln, sondern man hat ja tatsächlich ein bisschen Lagerknappheit die meiste Zeit. Keine Quest, schade. Ein Cargo hätten sie, könnten uns einen Miet verkaufen. Aber ich weiß halt nicht, ob wir das irgendwo loswerden. Deswegen will ich das lieber nicht. Und ja, wir können jetzt auch einfach mal aus Neugier gucken. Aber hier unten wird es nicht durchgehen. Denke ich. Zumindest. Sonst hätte er uns nicht da oben rumgeschickt. Oder liegt die Stadt da im Hafen? Ja, doch, hier geht es rum. Aber mir scheint, die Stadt liegt da irgendwo. Nee, doch. Warum schickt er mich oben rum, wenn wir auch hier lang können? Proham entdeckt. Wir waren da vorher noch gar nicht. Aber wir wussten dann schon, wo sie ist, so gesehen. Klonk, jetzt sind wir gegengefahren, was aber vollkommen okay ist, weil wir reparieren uns automatisch wieder. Pickup Cargo, das können wir tatsächlich machen, wenn die gut zahlen. Ja, die zahlen gut. Weil Brief ist ja ganz die Stadt da, wo wir gerade waren, wo die Route auch sehr kurz war. Wenn wir nicht die vorgegebene Route nehmen, die irgendwie voll crappy lang ist. Und Pickup Cargo ist halt immer vorhin, hol das ab und bring es zurück. Die zahlen dafür mehr, weil man halt mehr Wegstrecke hat. Aber dauert halt auch im Normalfall länger. Und wenn man dann halt zweimal quer über die Karte fährt für eine Mission, finde ich persönlich mal ein bisschen lame. Ups, das war Land. Das war nochmal Land. Jetzt kommen wir da aber durch. Und ja, es ist, was das angeht, so ein bisschen Arcade-Spielmäßig halt, dass man halt da, man hat da keine super realistische Triggerung, wo man drauf fahren kann und was passiert. Klonk, da sind wir nochmal dran gefahren, aber er repariert jetzt auch schon. Und jetzt bricht er das ab, weil wir uns wieder bewegen, was aber auch okay ist. Wir heilen gleich in der anderen Stadt einfach. Ich war gefahren im Spiel, schade. Ich bin tatsächlich bisher ein gutes Stück schon unterwegs. Und es hat so ein gewisses Maß von Eintönigkeit. Ich habe noch keine Ahnung, wenn ich hier zu Videos mache, wie lange ich hier wie vielleicht zu erzählen soll, weil es ist halt an vielen Momenten, wenn man hier einfach, also gerade, es hat halt diese Grind-Phasen, wo man sich einfach hinstellt und einfach nur Geld sammelt. Wo Questen halt der einfachste Weg ist, denn nicht der schnellste, aber der einfachste, weil man das, Kampf hat halt immer das Problem von, ja, wenn ich Pech habe, dann, dann kriege ich halt auf, dann verliere ich halt zwischendurch mein Schiff und dann wird es stressig. Labrador ist da oben. Ist jetzt vorhin schon weit weg, da bin ich nicht so scharf drauf. Rumors. Die den Rumble Castle Fishing Rods. Für den Preis? Nee. Wir fahren einfach so weiter zur nächsten Stadt und gucken, ob da irgendwas ist. Und ich könnte halt jetzt zum Beispiel schon so eine Kampfinstanz machen, aber ich will halt eigentlich gerne vorher das nächste Schiff haben, damit wir ein bisschen stärker sind, damit das nicht so schwierig wird, diese Instanz zu machen, weil es kann einem halt auch passieren, dass man da voll auf der Map bekommt und dann ist das halt ein bisschen doof. Ups, jetzt habe ich mir das fast hier nicht verfahren. Also man kann das quasi, ich bin kein Fan davon, mich in so eine Distanz reinzupacken, wenn ich nicht sicher bin, dass ich damit gut durchkomme. Sightseeing-Trip, da müssen wir zu mehreren fahren. Hunt down a Pirate. Ich glaube, wir machen jetzt noch ein bisschen Kampf. Auch wenn der nicht allzu viel Geld gibt, aber er macht ein bisschen Spaß. Und da ist der auch schon. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir uns hier passend gedreht bekommen. Zum Glück haben wir mal gut was an Freunden dabei. In der Nähe, in den meisten, im Startgebiet hier zumindest. Olli ist schon wieder einsatzbereit. Und ja, gut ist natürlich, wenn wir es schaffen, dass wir vor oder hinter dem Gegner sind, wenn wir seitlich zu ihm stehen, damit wir halt schießen können und er nicht. Aber ich bin kein guter Schütze, was es angeht, darauf zu achten, wo in welche Richtung ich mich drehen muss. Deswegen will ich eigentlich auf ein Level kommen, wo ich sage, okay, ich kann halt mehr Status stehen und mit meiner Verteidigung arbeiten, als mit meiner Offensive, weil das ist halt so ein Punkt, von da kann ich dann entspannter spielen. So, Quest erfüllt. Und ich würde sagen, wir machen hier für heute erstmal einen Cut. Wie viel habe ich jetzt? 6.600. Ich werde wahrscheinlich bis zum nächsten Mal noch ein bisschen Geld farmen, sodass wir dann halt tatsächlich uns das neue Schiff holen können. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut. Und ja, lasst mir gerne Feedback unten in den Kommentaren, wie ihr das Ganze findet.
vielleicht habt ihr irgendwie eine coole Idee, was man verbessern kann von meiner Präsentation her. Vielleicht habt ihr das Spiel ja auch und merkt, hey, Doc, so ein Livestream oder so ist echt eine coole Sache. Wenn wir da mal alle zusammenfahren können, lasst mir da gerne Feedback zu da. Und ja, bis dann, Leute. Macht's gut.